eines der grundsätzlichen Prinzipien der Scharia, auf die das Konstrukt der Scharia aufbaut, ist diese Regel, die sie sagen, وَضِدُّهُ تَزَاحُمُ الْمَفَاسِدِ يُرْتَكَبُ الْأَدْنَى مِنَ الْمَفَاسِدِ. Wenn mehrere Übel und Schäden, mehrere Übel und Schädlichkeiten in Konflikt stehen, das heißt, man steht vor Schaden A und vor Schaden B, was machen wir dann? Das wird abgewogen. Nach welchen Maßstäben wird es abgewogen? Nicht nach deinem persönlichen Geschmack, was du als größeren Schaden siehst, sondern nach den Maßstäben der Scharia, nach der Zwecksrationalität der Scharia. Wird das geringere Übel in Kauf genommen, um das größere Übel zu meiden? Das gilt in... Erinnert euch, wir hatten gesagt, dass die Regel La darar wa la dirar, dazu gehört das nämlich auch, ist eine der fünf großen Hauptprinzipien der Scharia. Das heißt, alle Ahkam der Scharia basieren auf diesen fünf Regeln, auf diesen fünf Prinzipien. Ibn al-Qayyim rahimahullah hat dafür ein Beispiel, ein schönes Beispiel erwähnt. In Bezug auf das, den Inkar al-Munkar, das Übel zu verhindern und untersagen. Das Übel zu verhindern und untersagen ist ein Nutzen, sahih. Und das Übel, das man untersagt, das Übel ist ein Schaden. Oder ein Übel, wie wir schon sagen, es ist Übel. So, er sagt, der Inkar al-Munkar hat vier Stufen. Das Ablehnen, das Unterbinden von dem Munkar lässt sich in vier Kategorien einteilen. Diese Einteilung basiert auf die Regel, die wir eben genannt haben. Basiert auf dieses Phänomen und dieses Prinzip. Er sagt, erstens, dass dein Eintreten dazu führt, dass dieses Übel, dieser Schaden, verschwindet. Dass es verschwindet. Und das Gegenteil eintritt. Das Gegenteil wäre dann die Maslaha, der Nutzen. Zweitens, dass es verringert wird, auch wenn es nicht verschwindet. Das Übel, der Schaden wird durch dein Eintreten verringert. Drittens, das Übel verschwindet und es folgt ihm ein ähnliches Übel. Ja, nicht gleichwertig, ähnlich. Viertens, es verschwindet das Übel und es folgt ihm ein schwerwiegenderes Übel. Die ersten zwei sind sicherlich richtig. Bei drei, das ist eine Sache, die sich die Herren. Also wo das ein ähnliches Übel wieder auftaucht. Da muss man abwiegen durch den Ijtihad, welches Übel ist besser. Viertens, das Übel wird verhindert und es tritt durch dein Eintreten ein größeres Übel. Das ist sicherlich nicht im Sinne der Scharia. Das ist sicherlich nicht im Sinne der Scharia. Das ist schwachsinnig, sowas zu glauben, dass die Scharia dies fördern würde oder dies von uns wollen würde. Ja, beispielsweise erwähnt hier ein Beispiel. Er sagt, فَإِذَا رَأَيْتَ أَهْلَ الْفُجُورِ وَالْفُسُوقِ يَلْعَبُونَ الشَّطْرَنْجِ. Wenn du siehst, dass die Freveler und schlechten Menschen, die schlechten Menschen, ja, die schlecht sind für die Menschen, dass sie Schachspielen braucht viel Zeit. Er sagt, und Schachspielen ist nach der Mehrheit der Ahlul Ilm verboten. Nach der Mehrheit der Ahlul Ilm ist das Schachspielen verboten. Manche erlauben es, aber die Mehrheit verbietet es. Er sagt, dass du sie vom Schachspielen abbringst. Du gehst zu ihnen und sagst hier, bitte aufhören mit dem Schachspielen, haram. Er sagt, dass dieses Einwirken oder dieses, wie nennen wir das, sie davon abzuhalten, er sagt, das zeugt von wenig Verstand und wenig Fiqh. Außer du führst sie dadurch zu etwas,
dass Allah Ta'ala lieber ist. Wie zum Beispiel, dass du führst sie dazu, zu irgendeiner anderen Sportart oder etwas Ähnliches. Hm? Und er sagt, wenn du siehst, dass die Fussaq, also auch wieder Frevler, sich sammeln für Spiel und Spaß oder für Gesang und Tanz, wenn du dich einmischst und sie davon abhältst und sie dadurch zu etwas führst, das Allah lieber ist, dann ist das richtig. Ansonsten ist es richtig, sie zu lassen. Sie einfach zu lassen. Es ist besser, sie damit zu beschäftigen, als ihnen diese Beschäftigung wegzunehmen und ihnen dadurch sozusagen den Freiraum und die Zeit zu geben, sich mit Schädlicherem zu beschäftigen. Und er sagt ein drittes Beispiel, was er hier gibt. Er sagt, وَإِذَا كَانَ الرَّجُلْ مُشْتَغِلًا بِكُتُبِ الْمُجُونَ. Und wenn es jemanden gibt, der beschäftigt ist mit ungeziemenden Büchern oder Texten, dann ist es besser, ihn dabei zu lassen, wenn man befürchtet, dass er, sobald er das unterlässt, in Richtung Bücher und Literatur der Ketzerei, des Dalal und der Bid'a rangeht und sich damit beschäftigt. Hier haben wir immer das gleiche Prinzip. Zwei Schadensformen. Wir nehmen den geringeren Schaden in Kauf, um den größeren Schaden abzuholen. Dazu gehören sehr viele Prinzipien. Sehr viele Prinzipien lassen sich von dieser Regel ableiten. Unter anderem, dass persönlicher Schaden geringerer Schaden in Bezug auf die Quantität angenommen wird, um größeren Schaden in Bezug auf die Quantität zu verhindern. Es wird eine Aussage von Imam Malik erwähnt, aber also viele bezweifeln, dass das tatsächlich seine Aussage ist. Er sagt, قَتْلُ ثُلُثِ النَّاسِ إِسْتِصْلَاحًا لِلثُلُثَيْنِ مَشْرُوعٌ oder so ähnlich, ich weiß nicht mehr, ungefähr in diesem Wortlaut. Aber wie gesagt, diese Aussage von Imam Malik, es geht hier nicht unbedingt um die Zahl, weil die Zahl ist schon verheerend, die Zahl ist wirklich verheerend. Er sagt, ein Drittel der Menschen aufzuopfern, um zwei Drittel zu halten, ist richtig. Es geht aber nicht um die Zahl, wahrscheinlich wird man auch nie ein Drittel der Menschen opfern müssen, aber es geht um ein, zwei, drei Menschen opfern, um Millionen Menschen zu retten. Na.